Nicht mehr als durchschnittlich. Okay, in welches Gun-System findest du dann gut? Müssen wir ja mal so fragen hier. Ja, das in Destiny ist schon stark, das habe ich auch mal ein bisschen gespielt, aber nicht lange. Meistens nur die Story durch und fertig. Dann hatte ich keinen Bock auf das ganze Gear-Farm und so gehabt. Ein bisschen noch und da kannst nicht neben WoW machen sowas. Hast da gar keine Zeit neben WoW auf so einen Scheiß. Geht ja gar nicht. Das ist noch ein Spiel, was du farmst, wie doof. Aber ja, Destiny hast du ausnahmsweise mal recht. Ist nice. Vom Gun-Feeling her. Ja, aber der Flughafen ist nicht geil, sage ich dir. Der ist nicht geil. Also der Hafen, nicht der Flughafen. Der Hafen. Das, da, wo ich vorher war mit den blauen Dingern, war viel, viel mehr. Da könnte ich hier so viel nehmen, wenn ich die ganze Rucksäcke hätte. Ja, genau. Hey, du hast auch mal was verstanden. Okay, sagen wir mal das zweite Mal. Das zweite Mal was verstanden, weil es das ausnahmsweise war, ne? GZ. So ein Ding. Okay, hier ist nichts. Das war auch leer. Oh, Mamma mia, amore. Oha, jetzt kombinierst du aber Kroko auch noch. Jetzt wirst du aber besser. Jetzt geht's aber los hier. Ja, kann ich leider nicht mitnehmen hier. Doch, geht. Boah, okay. Ich würde am liebsten selber zuzeln an dieser großen Flasche Benzin hier. Ja, nächstes Mal gehe ich dann nochmal dahin. Mit dem anderen. In die eine Halle muss ich gehen. Vor allem im Auto fahren. Da wo. Boah, alles so weiße. So weiße Kissen standen. Hast du jetzt rausgefunden, ob man die Items selber drehen kann? Mit R. Mit R, das steht sogar hier irgendwo. Irgendwo hier steht es sogar. Ja, mit Taste R. Irgendwo steht es sogar. Wenn du mit der Maus über den Arm hast, immer noch, glaube ich. Über wen? Über den Stärkearm oben, bei deinem Gewicht. Ach so, hier. Ah, guck mal, da stand es irgendwo. Drücke im Rucksack R, um den Gegenstand zu drehen, ja. R für drehen. Sag ich doch, also eindeutig. Ich kann auch so noch gut mitnehmen, aber Gewicht spielt mir da leider einen Streich. Da ist dann das Gewicht eher. Dann die Drecksau. Schon wieder Alexa an, Leute. Zack. Einsortieren kann ich dann im Auto schon mehr, aber leider
ist das Gewitter dann nicht so nett zu mir. Aber so läuft schon gut die Engine. Also wenn das, wenn alle Spiele so auf der Engine laufen, so stark. Extrem, extrem. Das ist gar kein Vergleich bei zu des, dem, wie heißt das andere? Ich zeig dir das mal. Ich zeig dir das mal. Schau mal, wie ich so gehe. Und ich kann noch laufen. Also im Endeffekt geht man dann so. Siehst du, wie schnell ich bin. Jetzt Übergewicht. Schau an. Das war's. Das war's. Mehr geht nicht. Und kannst du vergessen, wenn irgendein Zombie kommt. Die laufen ja. Und es gibt ja noch im Hafen so eine Art Boss-Zombie. So ein stärkerer. RIP. Du musst halt immer, wenn es geht, so mobil wie möglich sein im Spiel. Damit du halt nicht rippst. Aber ich kann ja hier die Sachen so reintun hier. Du kannst dann ins Auto packen. Ich hab was zu sehen. Aber im Real Life brauche ich da brauche ich gar nichts in der Tasche haben. Da ist das Gewicht so schon da. Bist so schon langsam, weißt du? Hast du schon recht. Hast du schon recht. Meine armen Knie, hä? Meine armen Knie. Ist das dann so wie bei Time Shift Surprise? Mit dem Teleporter Too Fat to Fly? Die Stufe zum Wegporten. Ach, ist, gibt's das oder was? Weiß ich gar nicht, okay? Ich hab das in deinem Kino gesehen und dann ist ja geil. Hier sind die ganzen Rucksäcke hier irgendwie getrollt. Der hat mich getrollt. So. Da ist mir zu viel Kraft beim Chat, obwohl das mein Lieblings-Emote ist. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, mein Freund. Ob das so richtig ist, was du da schreibst. Ich mag halt immer noch das Klassische. Das Kappa HD fand ich immer schon irgendwie sehr, sehr seltsam. Muss sagen. Was hat mein Schei jetzt schon wieder? Der will saufen. Ja, dann trink doch einen Schluck. Ja, bei mir auch, wenn ich chatte. Das ist normal. Das ist normal, das mache ich auch. Ich chatte nicht. Noch riskieren, zu dem Händler zu fahren, ja. Ich bin ja, oh Gott. Ich bin ja nicht deswegen hierher gekommen, normalerweise. Muss schauen, was der zu bieten hat. Ich habe nämlich Waffen dabei, um einzutauschen. Ja, ich mag sowas. So Master Trolls sind die größten Säcke, die größten Ärsche, aber das belebt halt den Chat. Aber so eine Fickfotze wie dich gibt es nicht zweimal hier, Tau. Da kannst du nichts machen. Evasive Maneuver. Evasive Maneuver. Rechts. Gern geschehen, wow. Das sollte es auch indirekt sein. Du alte Vorhaut. Das habe ich immer auch immer früher gesagt.
Wenn ich Leute lang nicht mehr gesehen habe, dann kommt irgendwann sagen, kurz Hallo gehen wieder. Wie geht's dir, du alte Vorhaut? Oder wenn ich weiß, sind wirklich alt. Geh, wo du alte Vorhaut. Das muss so ein Boomer-Witz sein. Wenn wir cruisen. Fresse. Und jetzt kommt gleich so eine Hand aus dem Boden und stoppt den Wagen und er fliegt erstmal eine Runde um den Planeten. Ne? Boah, auf das erinnert mich an die Hände bei Elden Ring in der Kanalisation. Ekelhaft. Ich geh erstmal zu Fuß weiter. Hier geht die Party ab. Ja. Das ist wild, der spielt hier, keine Ahnung, Mario Kart? Ist nicht die gleiche Grafik? Ja, das Mario ist Zelda. World? Zelda oder 2D. Oder Zelda. Ich habe jetzt leider einen leeren Rucksack genommen, kann nichts rausnehmen, schau, was er hat. Zum Glück geht das nicht. Also ich schätze mal nicht, dass es geht. Ich will es gar nicht wissen, ob es geht. Das ist in der Luft fliegt, das Ding. Was hat denn der? Der hat nur Zeichnung. Stromversorger, Ölabsauger, Wasserspeicherstation, Kühlschrank, Solarstromerzeuger. Ich würde sogar alle nehmen, weil ich habe so viele Waffen, dass ich einfach alle nehme. Auch wenn wir das schon haben. Müssen wir ja alle mal nochmal lernen oder so. Oder du oder so, weißt du? Ich muss nur den Rucksack mit den Waffen finden. Ich habe so viele Waffen, ey. Ich kann das ganze Repertoire kaufen. Gut, eigentlich ist der ja im Auto schon. Welches ist denn der Waffenrucksack? Der, ich glaube, der erste. Mein eigener. Ja, das ist der. Da können wir tauschen. Du rennst ja auch wie so ein gestörter, wo du. Jetzt Zeit mit dem zu spielen. Einfach alles töten auf dem Weg, was du siehst. Aber geile Fortschritte haben wir gemacht, auch richtig cool mit dem Strom. Mit dem AOE-Strom. SVD, SVD aber 2 hier. Wie viel tut er denn dafür? Ja, sehr gut. Kriegst du noch was? Willst du doch Magazinen-Scheiß oder sowas haben? Solche Zubehörteile? Okay, will er echt haben. Ja, passt hier. Bitteschön. Jo. Da. Schön. So, mach mal jetzt den Boss drin. Ja, mal go hier. Mach mal go hier. Du bringst das Opfer da. Ja, du bist ja das Opfer, oder? Beim Loot nichts zum Essen gefunden. Normalerweise finde ich so viele Konserven, aber ich habe auch ganz woanders gelootet.
Verein Trivar, was auch immer das ist. So, schöne Gegend hier, alles neblig. Ruht, Ausrufezeichen. Und so macht man der Boss, oder was? Läuft hin und her? Das war mein Spawnort hier, lol, der hat mich gespawnt. Also als erstes. Da muss auch nochmal irgendwann hin, da gibt's auch. Wow! Da gab's auch tolle Sachen. Was ist denn da passiert eigentlich? Hast du denn überhaupt irgendeinen fremden Spieler gefunden, Tao? Den du abschießen kannst oder so? Auf dem offiziellen? Achso, du bist auf dem PvE-Server. Okay, ist ja gesagt vorhin sogar, stimmt. Das Ding ist halt, wie viele Tage sind denn bei denn zum Feuer? Weil ich weiß nicht, irgendwelche Aktivitäten machst du, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, dann kannst du das Feuer verzögern oder schneller machen. Und dann, wenn es dann ausbricht, hast du eine Stunde lang Zeit, dich zu evakuieren oder so. Tage. Ja, das geht. Je nachdem, wie viele Spieler spielen. Manche Aktivitäten verkürzen das um 10 Tage, verlängern es um 10 Tage. Ich wollte es halt schön als Open World bei uns sehen. Dass wir, egal was wir machen, nie kaputt geht. Doch, mein noch Lieblingshändler. Oh, die höre ich gar nicht. Okay, der hat doch mal Reparatur. Ist ja geil. Achso, nee, falsch. Der hat wieder zwei Reparatur. Ist ja super. Okay, Waffen habe ich genug zum Traden. Munition werde ich halt auch gerne mitnehmen. Genau, 556 auf jeden Fall. Ich tue doch mal alles hier rein. Egal welche Muni. Shotgun, näher, Shotgun weiß ich nicht. Ja, kommt auch. Alles voll. Ich schon erstmal. Ich tue meine Waffe rein. Schon was er sagt. Oh ja. 310 zu 8. Boah, okay, das ist krass. Das reicht, glaube ich, gar nicht, was ich da habe. Naja, geht, geht. Ich komme langsam näher. Die Teile. Die 80er Batterie gebe ich nicht her. Ich brauche ja auch nicht das unbedingt. Brauche ich auch nicht unbedingt, dass ich jetzt alles da tausche. Muss ja auch nicht sein. Die Autobatterie, ja, 5 und 6 würde ich auch mitnehmen. 762 ist ja die hier.
Achso, schon mit denen? Geht das easy oder was? Dann nehme ich ja noch empfindliche Teile mit. Das geht auch. Chili, was sagst du? Geht auch. Was mit Alkohol? Alkohol ist wild, oder? Ist teuer. Na, ja, geht auch. Autoteile so an sich. Ich hab so viel Platz in der Tasche. Deine Autoteile? Nee, das geht nicht mehr. Dann nehmen wir die raus, nehmen noch ein bisschen Hot-Dings da. Nicht mehr. Tun wir das hier da lassen. Für Hot Chili. Okay. Geht. Switch. Zack. Ja. Finde einen guten Deal gemacht. Kann es jetzt nicht reparieren, weil ich keinen Rucksack raus. Ja, doch, kann ich schon. Passt. Dann haben wir noch zwei Reparatursets über. Batterien hat er noch, Dings da. Oh, jetzt hat er genau die Sachen. Was verlangt er denn für die Sachen? Er hat sogar die Sachen, die ich ihm gegeben habe. Okay, nice. Doch, das, die spawnen sie, man hat nur die Sachen, die er wirklich hat, so halt. Unabhängig von mir. Ja, ich bin ein bisschen nur zurückgekommen hier, mein Freund. Oder ich komm, bin auf dem Rückweg. Bist du noch am Bauen oder wie? Farben und Bauen? Nee, gerade nicht. Was treibst du? Auch looten? Oder brennen? Nee, ich bräuchte halt jetzt Tonnen von Lehm und Stein, um noch den Rest fürs Dach fertig zu machen. So. Lehm und Stein. Ich habe, glaube ich, nichts zum Abklopfen dabei. Ja, aber wir haben jetzt fast drei. Ich glaub ich auch. Ja, das passt. Mit zwei wollte ich auch machen. Das ist okay. Ich habe... Doch, ich habe eine Spitzhacke. Lehm und Stein. Guck mal, ich habe was ganz Besonderes gemacht, oder? Schau mal, was ist das? Ich habe für dich Kalkstein gefunden. Das ist doch noch besser, oder? Geht, ne? Ja, wegen Glas. Ja, aber da brauchen wir auch Lehm und Stein für. Ja, ja. Nein, du. Bitte was. Ich bin jetzt bei unserem Händler da, deswegen bin ich halt auf dem Weg direkt. Ich würde das auch gar nicht mehr ausladen, sondern das nächste Mal machen. Man kann ja hier mitnehmen, was ich finde. Hat der freundliche Mob von nebenan gewonnen, sagst du? Ach, hat er versagt, oder was? Wir können nächstes Mal auch mal zusammen losgehen, mit dem Auto fahren. Und dann können wir mal so kurz anhalten, hacken, wieder weiterfahren. Das ist total cool. Kann man dazwischen tun, gell? Ja, geil, Mann. Ja, bring auch ein bisschen Leben noch mit. Was so geht. Ist ein bisschen viel, was du da brauchst, dann, Mats. Also, mir hätte ein normales Dach gereicht. Geht ja nicht kaputt, aber. Ist ja schön. Wird ja schön, wenn es fertig ist. Darum geht's ja. Einfach ein Plus gemalt. Tust du denn auch ohne mich ein bisschen zocken oder machen wir es mal zu zweit? Ich muss jetzt erst noch gucken. Weil ich frage nur wegen Server, ob ich ihn anlassen soll, ausmachen soll, ob ich dann so.
generell. Ich weiß ja nicht, wann du das letzte, nicht das nächste Mal was machen wolltest, so theoretisch. Ja, keine Ahnung. Also morgen mache ich Santo Forest oder Destera. Dienstag auch, Mittwoch theoretisch. Je nachdem. Oder Mittwoch dann erstmal am. Mittwoch dann wieder Icarus? Ich weiß nicht genau, wir schauen mal. Also irgendwann halt an den nächsten Tagen halt. Oder vielleicht erst ist wieder Sonntag. Ich glaube also, nicht, dass ich jetzt morgen oder so dazu komme. Zur Not kannst du was sagen. Weil ist das immer gut. Ich zocke halt nur mit dir, sag ich mal. Wenn du kannst, zocke ich mit dir, dann machen wir gemeinsam Progress. Weil es ist ja viel lustiger. Auch wenn wir jetzt nicht gemeinsam looten waren oder so wie letztes Mal, ist ja wurscht. Machen ja trotzdem hier ein bisschen Schweinereien. Aber wenn du gerne Leben fahren möchtest, kannst du hier einfach. So. Ich sehe einen Reh. Was wo? Hier bei mir und nicht bei dir. Achso, ich habe immer noch kein Messer. Naja, dann hätte ich es sonst erschossen. Ich bringe ein bisschen Fleisch auch nur mit. Vor der Tür liegt ein Reh. So, ich komme zurück. Mit wilden Sachen. Ist die Batterie geladen hier? Alles. Alles vollgeladen hier, oder was sagst du? Laufen beide zum Laden. Das läuft noch, das ist leer. Nee, okay. Beide sind nicht voll. Der Generator ist leer, auf jeden Fall. Aber fast. Nächstes Mal schauen, wegen dem Solarding. Das ist bestimmt, das ist teuer, das zu bauen, aber da kriegen wir schon hin. Es findest du doof, es bringt da nichts. Achso, du kannst dich umdrehen. Warte, ich kann mich so umdrehen. Warte mal. Ja, doch, guck mal. Ist schon ein bisschen. Schon ein bisschen hier, okay. Okay. So, ich tue die andere Batterie. Würde ich erstmal trotzdem rein tue die 80er. Ich weiß dann nicht, wie viel ich dann noch finde von denen. Schön. Auto ist voll, ich habe auch meinen richtigen Rucksack nicht an, aber ist jetzt egal. Einfach hier. Oh, das ist ja schon cool geworden. So weit, so gut. Kommt da noch Ziegel von außen nochmal drauf? Ach du Kacke, ist das Ziegel oder was? Das ist jetzt Ziegel da mit dem Holzoptik in. Sieht schon nicht schlecht aus. Nur das ist ein Loch dazwischen, gell? Zwischen der Wand und Ding, hast du gesehen? Das aber die Ziegel schon cool aus. Nur, du kriegst ja noch so eine Abschlussleiste, eine kleine, die du dran machen kannst. Ah ja. Die kommt da vielleicht noch dran, aber. Ich wollte aber erstmal gucken, dass ich so viele Ziegel hinkriege, dass ich die Öfen überdacht kriege, zum Teil, dass die anderen laufen. Mhm. Da sind halt für die für die Ziegel halt der teilweise drin gewesen. Eigentlich müsstest du fast eine oder zwei Reihen Steine reinmachen in jedem und dann, glaub, den kompletten Ofen fast mit Lehm voll und dann einfach laufen lassen. Und dann pennen oder so. Ja, irgendwie sowas. Weil du brauchst halt 10 Ziegel pro Element. Und ein Sack Zement, aber Zement haben wir momentan noch überrätig. Ich habe immer wieder mitgebracht, aber auch nicht alles, weil war auch schwer. Ich hatte halt den einen Ofen hier vorne weggenommen und die Baumstammhalter drüben hingemacht, schon mal. Mhm.
weil ich würde halt die Industriesachen und so vielleicht alle drüben reinmachen und da, wo jetzt die Terrasse ist, gegen Wände austauschen und dann da so eine Küchenzeile oder so basteln. Ja, kannst du machen, ich verteile da. Du machst das schon gut. Dann würde ich aber das, na gut, das Hausfundament ist halt so das Problem. Ich hätte fast gesagt, das Haus, je nachdem was ist, zumindest ist das Fundament oder so, gegen Stein oder was weiß ich austauschen. Oder wir bauen ein vernünftiges Haus, wo wir großartig was lagern, Waffen und so, irgendwie die untere Schicht aus Zement. Also aus Beton, aber da brauchen wir halt Eisenbarren und so sehr viel für. Da ja, würde ich vielleicht erst vorproduzieren. Müssen wir mal schauen, müssen ja nicht übertreiben. Oder? Oder aber du baust ja gerne. Du baust ja gerne. Wenn es einigermaßen funktioniert, läuft, bin ich da wunschlos glücklich, aber... Wir müssen ja Aufgaben fertig finden. Du musst ja weiterbauen, darf ja nie aufhören. Ich brauche halt nur genügend Materialien und mit dem Handwagen hier in der Gegend rumzuschippen ist halt recht scheiße. Ja, ist nicht so geil. Ja, ich fahre gerne rum und suche Sachen hier. Aber dafür haben wir hier richtig gut Progress gemacht, hier oben auch. Du hast drüben schön gebaut und ich habe viele Gegenstände hier erstellen können, die richtig hart von dem Matt sind, auch die... Auch den Generator, auch diese... Was hieß das Ding, was das so selten ist? Diese... dieser Wechseldichter. Für die Kochplatte brauchen wir eigentlich nur noch einen Kochtopf, dann ist die fertig. Stimmt, da wollte ich mal schauen, was die kann. Nur noch einen Kochtopf, haben wir sowas gar nicht, oder? Wir haben nur die drei Kochtöpfe noch in der bei uns rumstehen. Ich kann den hier mal rausnehmen, oder? Dahin tun einfach zum Schauen, weil das ist ja dann quasi, das ersetzt es ja quasi. Du kannst auch aus der Hütte das Feuer abmontieren und die Feuer, die bei uns draußen stehen, alles nach drinnen stellen oder so. Ich will schauen mal, was passiert, wenn wir den, ich tu mal das Autoreparatur-Ding dahin, genau, ich lassen soll, ich muss mal loswerden, das Ding. Ich nehme erstmal den Kochtopf weg und teste einfach mal. Und das nächste, wenn du einen Honig findest, je nachdem, ne? Beim Baum müssen immer welche, ja. Mhm. Den brauche ich, mit Bienenwabe und so, dann kann ich nämlich die Bienen. Haben wir ja eigentlich, ne? Wenn ich so geschaut habe, ja, zwei. Die Skills dafür habe ich, aber ich habe keinen Honig mehr gefunden, der ist schon verfault. Echt? Weil wir hatten hier zwei drin? Ja, die sind aber schon verfault gewesen. Achso, das hat auch ein Ablaufdatum. Okay. Ja, die halten zwar, aber nicht so lange. Habe ich. Die Bienenwabe nicht, aber den Honig selber. Das Produkt zum Essen. Guck mal, wie geil. Wie viel man da kochen kann. Ach so, Messer. Scheiße, ist das Ding schon despawned? Welches? Wo hast du das Messer hingetan, hast du gesagt? In die Werkbank habe ich es eigentlich gepackt. Ja. In die da? Ist das eine Werkbank? Ja. In die Ecke. Hab schon. Ich hab hier eben in Hirsch geschossen. Ja, und ich hab da mal die Mülltonne hingestellt. Hast du? Ich hatte ein paar Speere hergestellt, einfach nur aus Stöckern. Mhm. Und hab die Stöcker dann in Speere gemacht, um Waffenherstellung zu skillen ein bisschen. Mhm. Und hab dann einfach nur die Speere in die Mülltonne und dann wieder geleert. Ah ja, das passt ja. So, passt. Hirsch. Dann kann ich immer das Ding testen. Wenn man Pilz, Wasser und Fleisch nimmt, wird es was? Ich glaube, da kommt das selber raus. Ja, das kommt das gleiche raus, okay. Das gleiche raus, wie wenn man Pilz und Wasser macht. Ohne Fleisch. Schätze. Wenn wir auf jeden Fall mal da brutzeln, möchtest mal ausnutzen. Mal kurz testen.
Strom hin oder her jetzt, wird sich schon wieder laden, das passt schon. Ist nur ganz kurz, braucht doch nicht so viel Watt, das Teil. So, hier, achso, aber hier hast du gesehen, Bienenwabe, ist wirklich kaputt, das Ding, oder was? Das Ding ist auch kaputt? Nein, die nicht, der Honig selber, den man daraus braucht. Ach so, du brauchst ja eine Bienenwabe plus Honig plus Bretter oder irgendwie so ein Kram. Und das auch noch. Ja, gut, das fehlt halt leider. Ich probiere mal gleich was. Ich will noch ein bisschen Wasser hier. Wird kein Sammler ist nicht. Wie jetzt 4,5? Verdammt, ich wollte mal was testen. So wenig jetzt. Hat ja nicht geregnet. Aber das passt, das reicht zum Testen. Alles gut. Das wird jetzt auch nicht schneller kochen. Aber ich würde mal hier. Erstmal verbinden hier mit der 1, mit der 1er Leitung. Das sind 3x3, krass. Okay. Wenn ich muss ja trotzdem einzeln hin tun, ne? Ja, du musst alle drei Felder immer auswählen. Okay. Das war's, mehr habe ich nicht leider, weil nicht mehr drin war. Jetzt schaue ich mal hier. 109,6. Ich hoffe, das sind Leads zuletzt. 209,6, okay. Kochen. Ja, das wird 900 verbrauchen. Also knapp immer eine Komma. Also die Hauptstelle. Braucht trotzdem lang. Hat ziemlich gedauert. Ich dachte, es geht ruckzuck hier, weißt du? Ich meine, so ruckzuck hier. Einmal, zweimal. Okay, und hier? Ne, das hat es am oberen hat es verbraucht hier. 1,5 hat es verbraucht. Das ist auch schon wieder voll. Also das geht eigentlich. Theoretisch vielleicht einfach nur ein paar von denen bauen, die du gesagt hast, und fertig. Und die können wir brennen lassen und die machen auch keine Geräusche. Solar, ja, können wir planen, aber bis dahin. Bis dahin. Waren die teuer? Ich weiß nicht, ich muss doch gucken beim Baumenü, wenn du dich hinstellen willst, was der braucht. 10 einfache Teile, 10 Kabel, 10 Eisenbahnen, ein Motor, 2 Werkzeugkasten. Ist auch nicht ohne. Motor muss ich noch holen. Also, aber ist machbar. Ist machbar. Auf jeden Fall viel günstiger als der andere. Und das ist ja. Das was ich. Aber gut, wenn man Sachen permanent laufen lassen will, muss man ja dagegen halten. Also das ist halt. Ja, weiß ich nicht, schwierig dazu. Der ist wieder voll, aber ich habe ihn ganz kurz gekocht. Ja, wenn ihr pro Sekunde 200 Watt herstellt, gehe ich mal davon aus, bist du relativ schnell wieder fertig. Ja. Oh, ich habe nichts zu trinken hier, aber ich habe hier eben gerade hier gekocht das. Boah, ich habe gar keine Stärke mehr. Null. Was mache ich jetzt hier? Wenn ich jetzt hier Wasser... Braucht man zwei Wasser oder ein Wasser für das Ding? Nur ein Wasser fürs Fleisch, gell? Fleisch und Ding. Zwei Wasser, ein Fleisch oder zwei Wasser und ein Pellet. Sicher nicht nur ein Fleisch? Nicht nur ein Wasser? Ich dachte, wir brauchen ein Wasser. Sicher zwei? Für die Suppe schon. Auf jeden Fall. Alle Rezepte sind immer mit drei Feldern gerechnet. Achso, weil ich hab das gleiche rausbekommen, ob ein oder zwei. Na gut.
Jetzt ganz komische Sachen. Oh. Oh, was habe ich hier gemacht? Was? Okay. Uiuiui, was habe ich denn da unten hingemacht? Hatte ich da Fleisch, Fleischding oder was? Fleisch, Pilz, Fleisch hattest du gemacht. Fleisch, Fleisch, Pilz, oder? Also zweimal Fleisch. So oder was? Ja, ja. Ich weiß noch nicht, ob das gekochte oder ungekochte Unterschied macht, aber. Ich hab einfach hingemacht, hier. Hingemacht hier, Angel. Und schau, was das krasse ist. Das ist sogar unser Ding, was wir brauchen. Das ist das Ding. Schau mal. Das ist sogar das, was wir brauchen, um wegzulaufen von den Zombies. Schau mal, wie krass. Jetzt hast du aber was anderes teilweise gekriegt, lustigerweise. Oder? Nö. Achso, ja. Nee, das untere halt. Das untere habe ich bekommen. Achso, ja doch, dann ist es gleich. Was ist das? Ja, geil. Guck mal. Da müssen wir gar nicht so pochen auf das Ding. Fleisch, Pilz, Fleisch. Vielleicht geht auch ein Fleisch und ein Pilz. Jetzt habe ich nichts mehr. Protein. Also ich brauche auf jeden Fall, muss ich einen schlucken. Das ist wegen Stärke. Ich muss einen zu nehmen jetzt erstmal. Stirbt man schon. Ich kann auch alle nehmen. Ist ja geil. Ich kann das alles nochmal kochen. Ist ja easy. Aber das ist alles Barfood hier. Ist das gleiche. Geschmackhafter, reichhaltiger Eintopf. Das ist nur Gemüse, ist anders reichhaltig. Schau mal, auch alles mit Buff? Wir hatten bis jetzt nur die hier, gell? Nur die Brühe. Deswegen, ich mag es hier mit dem Kochen ganz bisschen hin und her probieren. Und wenn es schnell geht, ich habe ja kein Wasser mehr, gell? Schade. Wasser hast du doch gekriegt durch die Suppe und so. Ja, nie, dass ich noch koche, das meine ich jetzt. Ja, und teilweise durch die Essen hast du auch wieder geistige Stärke gekriegt, wegen Schlafmangel, vom Schlafmangel gegenkommen. Genau, Kohlenhydrate. Egal, ich ziehe das mit rein und fertig. Die sind eh kaputt, nebst nächstes Mal. Aber es ist mal, ich auf jeden Fall Bescheid. Ich würde mal gerne eine Plattform bauen, wo einfach nur für Garten irgendwie so ein paar Klamotten sind. Oder einfach gucken mit den Büchern Landwirtschaft auf 5 ziehen und dann das Gewächshaus gucken, was das Gewächshaus braucht und das dann hinprügeln wir wahrscheinlich. Wie weit bin ich denn da? Landwirtschaft habe ich fast 4 irgendwas, 4, 1% oder so. Ja. Was bringt denn das, wenn ich bei Feuerwaffen beeinflusst den entsprechenden Waffenschaden? Ach so, mehr Waffenschaden reduziert den Rückstoß. Und beeinflusst das Zittern der Hand beim genauen Zielen, okay? Waffenschaden und, Waffenherstellung plus. Jawohl, Angel, durchgeschafft das Spiel. Zumindest haben wir hier die Bank ausgeraubt. Und mein Auto nicht geschafft, oder was? Mensch. Okay, was haben wir jetzt verbraucht hier? Ah ja, das ist dann nichts, bis sie kochen. Besser als mit dem nervigen Feuer immer. Das ist ja okay. Kann man machen. Hat sich schon gelohnt. Batterien finden wir schon. Aufladen, wir müssen nur. Zur Not nehmen wir auch die 60er erstmal rein, ob man überhaupt Speicher hat irgendwie. Genau. Wie viel kommen denn da rein? Der Händler. Ich glaube, was waren das? 8 Stück, ne? Stimmt, du hast einen Händler gesagt, da müssen wir schauen. Ich habe ja erst ein paar abgeklappert. Wir haben den, waren bestimmt schon bei dem, aber wir haben noch nicht. Diese gelbe große Industriebatterie, die irgendwie gefühlt fast wo 2 oder 3 Stück in den Militärrucksack nur gepasst haben oder so. Genau, die braucht man, wenn wir es auch holen. Ja, schön. Und das finde ich geil mit dem Buff. Brauchen wir gar nicht Chili, wir haben das selber. Und wenn wir das gut machen, dann können wir immer wieder den Buff haben. Dann können wir laufen wie die Verrückten hier. Problem ist, man müsste halt jetzt nur wissen, wie viel Strom in den Kühlschrank zieht, permanent. Eine Menge bestimmt, ich sag's dir. Bei einigen Spielen verbraucht der Kühlschrank normalerweise nicht so viel, aber...
Also der Stein- und Holzrahmen an dem Häuschen, weil ich da angefangen habe, habe ich eigentlich schon fertig mit Dachstuhl, so gesehen, die grobe Stütze. Ich muss halt erstmal gucken, dass ich die ausgemauert kriege oben rum und dann unten die Mauern reinziehe. Und ich glaube, dass der Kühlschrank auch nicht so viele Slots hat. Ich stelle mir vor, dass wir da 100 Suppen rein tun, dass wir die immer als Reserve haben, aber ist er nicht. Ist er nicht so, wie ich es mir vorstellen, weißt du? Ich dachte, ich finde vielleicht noch ein bisschen Fleisch, aber irgendwie ist ja nichts mit Fleisch. Tja, haben wir gut was geschafft heute. Haben wir gut was geschafft heute. Elektrizität, dann haben wir hast du diesen. Was meckert denn jetzt schon wieder? Sauberkeit, jetzt hier los hier. Sauberkeit hier. Dann hast du das mit dem Ding gemacht, mit dem Steinöfen da, was auch immer das alles war. Ich lauf nochmal zum Brunnen. Was wäre geil, wenn diese Buffs decken würden. Dann kannst du saufen hier wie so ein Verrückter. Mal kurz waschen gehen hier. Waschen gehen, die Flaschen füllen. Waschen, Flaschen. Junge, jetzt hau doch mal ab. Wer denn? Achso, das tut sich. Achso, die Katze. So. Und ich möchte ein Zeichen haben, wenn die Flasche voll oder leer ist. Also anders, als es ausschaut. Würde ich es mal sagen. Bei mir aus kann noch der Deckel auf der Flasche fehlen, wenn die leer ist. Ne? Irgendwas. Irgendwas im Rahmen. Irgendwas. Dass man das halt sieht. Irgendwas, mein Freund, ist da einfach da. Also, Fleisch, Pilz oder was? Das Beste. Gibt bestimmt auch Fleischpilz. Auch nicht, weiß nicht. Aber ich find's toll, sowas herauszufinden. Getötet. Da ist ein Hirsch, ich habe ihn. Das ist ein Hirsch, mein Freund. Ich habe ihn noch nicht, aber ich habe ihn gesehen. Okay, habe ihn. Das testen wir nochmal kurz und dann war's das. Oh, ich hab's gehört, wir haben noch mehr Fleisch. Wir haben noch mehr Fleisch, theoretisch, wenn ich jetzt nicht sterbe. Der hat damit ein bisschen Essen geklaut hier. Team, habe ich sein Essen geklaut, war sauer. Ich dachte, sind die Zorn jetzt delayed oder ist es alive hier? Einfach sauer. Den Hirsch, ob ich den jemals wiederfinde? Das weiß ich nicht mehr, Freund. Oha. Haben wir noch Schüsse? Also ich glaube, wir müssen. Es ist wild. Hirsch würde ich finden, dann würde ich alle drei.
3. Aber ich glaube, ich mache die Scout und so schon mal aus. Ich gehe erstmal pennen schon mal. Sag mal, wenn dann bis die Tage oder so. Ja, bis die Tage. Ne? Ja, ich schreibe dann einfach und frag dich, ne? Jo, okay. Dann danke fürs Mitspielen. War geil, hat Spaß gemacht. Ja. Angenehmes Träumchen und bis zum nächsten Mal. Jo. Tschö. Jetzt habe ich alle drei Fleischsorten. Jetzt machen wir so einen schönen Fleischeintopf. Ohne Fleisch geht's nicht, oder? Wieder. Wer kann schon ohne Fleisch zurechtkommen? So. Und wir haben auch Wasser. Wir haben alles eigentlich da zum Kochen. Dom ist wieder aufgeladen. So, dann gucken wir mal hier, was wir da haben. Schweinefleisch, Wolfsfleisch und ein bisschen Wasser. Geht das oder was? Nee, warte, machen wir das anders. Ich habe das so gemacht. Das, das und das. Dann machen wir hier das, das Wasser. Wie jetzt? So einfach wollte ich es nicht haben. Ja, komm. Also, ob ich dann nachher wüsste, was ich gemacht habe. Screenshot. Schön brutzeln hier. Einmal, zweimal, dreimal. Oha! Geile Sachen, Alter. Geile Sachen haben wir hier. Geile Sachen haben wir gemacht hier. Schön. Buff? Kein Buff? Kein Buff? Buff. Was war das unterste eigentlich? Ich glaube, zweimal Fleisch ist immer gut. Krass, krass, krass hier. Guck mal, gewinne Scheiße denn jetzt hier, was soll das? Keine Pilze mehr. Keine Pilze mehr und keine Dinge mehr hier. Wie heißt das? Kein Kraut, nichts mehr. Doch, habe ich jetzt. Schau mal, mit dem kann man ja probieren. Was passiert denn damit? Was passiert denn damit? Natürlich immer ein bisschen Fleisch, also anders geht's ja nicht. Also mit so, also ohne, also ich meine ja, ne? Wer macht denn was ohne Fleisch, also da? Der modern hier. Einfach doof. Ich sehe bestimmt im Internet, aber so rumprobieren ist nicht witzig. Schau mal, was da rauskommt. Ui, das ist verbrannt. Das ist verbrannt. Okay, das geht gar nicht. Das ist Brühe, ganz normal. Das ist schmackhafte Fleischmahlzeit. Brühe, ganz normal, okay. So, jetzt haben wir leider...
So, warte, ich will das nur so machen, mal genau. So mal testen. Ich glaube, es müsste auch gehen. Immer noch den Waldboss, oder was? Mit 4 Stunden die gleiche Scheiße. Loser. Lern doch mal to play. Okay. Das geht nicht, ist klar. Das tun wir da rein. Entzauberer, ist alles schmutzig. Dann haben wir das. 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 Achso. Ist das alles schon leer, oder was? Das Wasser ist schon verkocht. Du spinnst ja. So, 1, 2, 3, 4, Energie. Ja, elektrisch macht alles viel mehr Spaß. Elektrisch macht alles viel mehr Spaß. Sagst du einfach so. Egal, ob es so ist oder nicht so ist, macht viel mehr Spaß elektrisch. Okay, Kohlenhydrate, Protein, wenn du noch ein bisschen Ding dazu mischst, hast du einen Buff. Cool. Ich habe jetzt leider keinen Pilz mehr und kein Foto für dich. Alles leer, oder? Nee, alles noch. Ja, alles leer. Letzter Schritt. Zack, 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 zack. Oh, ist gut. Okay, das ist noch der beste. Pilz und zweimal Fleisch. Ich wollte das machen, Kraut, Pilz und Fleisch, was dabei rauskommt. Oh, schau an. Hä, was hab ich? Hä, was hab ich da reingetan gerade? Wieso kommt es? Wieso? Hä? Was war denn hier? Zweimal Wasser und Fleisch, oder was? Hier ist mit ist der Buff sogar. Also. Okay, zwei Wasser und Fleisch reicht eigentlich dann. Braucht man gar nicht den Pilz dazu, ist das gleiche. Okay. Ja, nice. Jetzt muss das halt nur noch irgendwie länger halten. Erstmal reinhauen. Direkt. Direkt eine Stütze einhauen. Zack. So muss das sein. Okay. Ja, bisschen was verwarten, aber haben auch viel gemacht hier. Alles gut, alles gut. Hui. Das ist ja der Mülleimer, geil. Geil, für den wir jetzt hier richtig. Einfach ein gelber Mülleimer dahin. Das passt hier voll dazu in die Gegend. Schön, ich lasse dich auch gleich in der Tasche und dann passiert damit nichts. Tür zu. Okay, da können wir die Tür nicht zumachen, die ist eh offen. Okay, nice. Ach, hier gibt es keine Tür. Ist hier jemals eine Tür? Weiß ich gar nicht. So. Ja, schön. Zurück zum Hauptmenü. Geil. Also war eine schöne Session. War eine schöne Session hier. No One Survived. Am Sonntag mit Gexler und Heratius. Oder Heratos. Heratos, Entschuldigung. War doch toll. Zwar einmal die C gehabt. Aber insgesamt 10 Stunden 32 Minuten gemacht. Okay. Dann werde ich das Material, was wir eben haben, noch ein bisschen verarbeiten. Das gibt es dann irgendwann auf YouTube zu sehen. Noch was essen und so weiter. Blablabla. Bisschen Nachstream-Bearbeitungen. Und dann schauen wir halt dann, ne? Machen wir später weiter. Morgen dann mit Dishtera oder Sans. Also Montag, Dienstag machen wir eins, machen wir halt. Beides, ich weiß noch nicht, welcher Tag was. Vielleicht Mittwoch dann Icarus oder Mittwoch dann das hier weiter. Schau mal, wer Zeit hat. Oder wer Lust hat. Donnerstag WoW.
Freitag gibt's Golf. Nee, ich weiß nicht. Freitag stehe ich hier und spiel Golf PGA-Tour, Mann. Aber leider ohne Tiger Woods diesmal. Ich habe das letzte Mal damals gespielt auf dem auf dem Xbox 360. Ich habe halt keine Ahnung von dem ganzen Stuff. Ich weiß nur, man muss Hole-in-One machen, dann hat man das Spiel durchgeschafft. Nee, das ist eine richtige Simulation, ey. Und Freitag gibt's auch wieder Diablo. Ach du Scheiße, das muss ich auch noch schauen, dass ich Max-Level mache. Vielleicht mache ich es einfach so entspannt. Und nebenbei. Gut. Wodurch bedanke mich bei dich. War schön mit dir. Danke, dass du mir den Einblick gezeigt hast von dem Zeichentrick-Anime, was wir da gesehen haben. Sehr, sehr toll. War richtig faszinierend. Ja, ne? Ja, richtig toll. Dann verabschiede ich mich schon mal vom Discord. Und dann hören wir uns später. Join einfach, wenn du Bock hast. Ich bin ja eh da. Bis dann. Viel Spaß noch und Nächtle. Tschü. So, Schein, ich weiß nicht, ob noch jemand da ist, aber wäre nicht auch nicht so schlimm, wenn ihr eingeschlafen seid. Alles gut. Schlaft schön, angenehmes Träumchen. War ein geiler Stream, hat Spaß gemacht. Wir sehen uns später. Gute Nacht. Ciao, gute Nacht, Angel. Und wo muss ich jetzt drücken? Es ist eh keiner online, oder? Ich schaue immer, ob einer online ist, der mich gehostet hat. Aber ich meine, wenn du mitten in einer scheiß Nacht aufhörst, mal kurz schauen. Kannst du vergessen? Ist doch keiner. Wieso sind die nicht wach? Naja, dann halt nicht. Okay. Ja, also. Servus, fährt euch und macht's gut. Gags, für jetzt, bis später. Over and out. Servus. Einfach am Schlafen, die Leute. Wieso sind die nicht wach und schien, wenn ich hier reden kann? Das ist eine Scheiße hier. Kannst du nicht vorstellen. Okay, alles klar. Egal, was wir machen, wir kämpfen immer nur. Or so.